Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich bin Experte für Laufverletzungen und Autor der Laufbibel. Ich möchte euch heute zeigen, wie man Laufverletzungen richtig diagnostiziert und richtig therapiert. Dafür haben wir Julia zu Gast. Julia ist Marathonläuferin und hat seit 2 Jahren Schmerzen vorne rechts am Knie. Was es damit genau auf sich hat und wie wir das wieder wegkriegen, das möchte ich euch jetzt zeigen. Nehmt doch bitte schon mal Platz, Julia. Julia, seit wann hast du die Beschwerden genau? Die Beschwerden traten erstmals ungefähr vor 2 Jahren auf, dass ich während des Laufens undefinierbare Schmerzen im rechten vorderen Knie bekommen habe. Und seitdem immer wieder nach einer gewissen Laufzeit treten diese Probleme auf. Okay, wie viele Kilometer bist du so im Vorfeld etwa gelaufen? Du läufst ja schon seit 10 Jahren, hast du mir gesagt. Mhm. Aber wo ist der Wochenumfang? Der liegt bei so ungefähr 40 Kilometern. Im Marathontraining, in der engeren Vorbereitung ein bisschen mehr. Okay. Und die Beschwerden waren dann beim Laufen da, also während du trainiert hast, oder kamen die nach dem Training? Nee, beim Laufen. Also die gehen auch nach dem Training weg. Also ich kann ganz normal gehen. Ich habe keine Schmerzen im Alltag im Knie, überhaupt nicht. Die treten nur beim Lauftraining, also während des Laufens in der Laufphase auf, nach einer gewissen Zeit, und gehen dann auch nicht wieder weg. Aber im Alltag, auch bei höheren Belastungen wie Treppensteigen und so weiter, gibt es keine Probleme? Nein, überhaupt gar nicht. Okay. Und der Schmerz ist vorne im Bereich der Kniescheibe oder innen oder außen am Knie? Ich würde sagen vorne im Bereich der Kniescheibe, aber undefinierbar. Also ich würde es als vorderen Knieschmerz bezeichnen. Okay. Sind da schon irgendwelche Röntgenaufnahmen, MRT-Aufnahmen gemacht worden? Gibt es Bildgebung dazu? Also es gibt MRT-Bilder dazu. Ich hatte mal eine Entzündung an der Sehne am Knie, das ist aber abgeheilt. Also es gab dann nochmal ein aktuelles MRT. Am Knie ist gar nichts. Also da ist nichts im MRT-Bild zu sehen, was die Beschwerden erklären könnte. Okay. Gut, dann wollen wir uns das jetzt mal genauer ansehen und das Ganze untersuchen, damit wir weiter eingrenzen können, was da eigentlich genau wehtut. Denn möglicherweise ist es gar kein strukturelles Problem. Strukturelle Probleme sind die, die man zum Beispiel im Kernspinn sehen kann, wenn etwas kaputt, gerissen, verdickt, entzündet ist. Manchmal sind es eben rein funktionelle Probleme, die nur durch die Bewegungsart selber entstehen. Mhm. Und das ist bei Läufern nicht ganz selten. Die typischen Symptome bei einem vorderen Knieschmerz sind also Schmerzen um die Kniescheibe herum, hinter der Kniescheibe oder im Bereich der Patellasehne. Diese Schmerzen treten häufig als mechanische Überlastung auf und werden von Sportlern auch bemerkt bei Treppensteigen und anderen hohen Belastungen im Alltag. Der vordere Knieschmerz ist eigentlich keine exakte medizinische Diagnose. Es gibt Schmerzen um die Kniescheibe drumherum oder im Bereich der Patellasehne. Man spricht in der Medizin auch vom chondropathischen Reizknie. Das beschreibt einen Reizzustand hier in diesem Gleitlager hinter der Kniescheibe. Aber es ist eigentlich kein Strukturschaden. Es ist kein Knorpel aufgebraucht. Es ist keine Sehne gerissen. Es ist ein funktionelles Problem. Das heißt, die Art und Weise, wie der Läufer sich bewegt, sorgt für eine Überlastung und für einen Schmerz am Kniegelenk. Und was dahinter steckt, das wollen wir jetzt herausfinden. Der vordere Knieschmerz ist ein häufiges medizinisches Problem. 15% aller Schmerzen am Kniegelenk betreffen diese Region. Betroffen sind vor allem junge Frauen, aber natürlich auch viele Sportler. Der Schmerz betrifft vor allem die Region hinter der Kniescheibe, also das Kniescheibenknorpelgleitlager und die Patellasehne. Auslösende Faktoren sind bei Läufern insbesondere der sitzende Laufstil, also ein tiefes Runterhocken, was diesen Bereich überlastet, aber auch eine X-Beinstellung durch eine schwache Hüft- und Beinachsen stabilisierende Muskulatur führt zu solchen Beschwerden. Julia, jetzt würde ich dich gerne einmal untersuchen. Wir wollen jetzt das Kniegelenk von Julia untersuchen. Julia, wenn du dich einmal auf den Rücken legst, bitte, und beide Knie ausstreckst. Man fängt mit dem Hüftgelenk an, weil die Hüftgelenksbeweglichkeit auch die Kniegelenksbeweglichkeit in der Laufbewegung mitbestimmt. Und natürlich sind die Muskellängen aller Gelenke wegweisend. Und es deutet sich aber hier schon an, dass dieses Kniegelenk von den Bändern und von der Beweglichkeit ziemlich normal ist. Schmerzt das denn hier in diesem Bereich an der Kniescheibe, wenn ich da drauf drücke? Nein. Und an den Rändern der Kniescheibe? Gar nicht. Damit bestätigt sich das, was man auch schon in den Kernspinnbefunden gesehen hat, dass also an den Knorpelflächen keine Veränderungen sind. Ich würde jetzt erstmal noch den Muskelfunktionstest zu Ende bringen, denn entscheidend ist dafür natürlich, ob der Muskel hier vorne
vom Oberschenkel verkürzt ist, denn der bedient diesen Streckapparat, der in dieser Situation wehtut. Wenn du dich einmal hier auf die Kante setzt, dass ich mir die Muskellänge ansehen kann. Genau. Und das Bein nimmst du in die Hand. Und wir sehen, dass hier der Oberschenkelstrecker vielleicht ein Tick verkürzt ist, aber das wird nicht ihr Problem sein. Und wir sehen, dass der Kniegelenksstrecker, wenn der Unterschenkel hier 90 Grad runterhängt, sogar nach hinten zu bewegen ist, dass wir hier keine Verkürzung haben. Das ist also nicht unser Problem. Ich möchte mir jetzt die häufig betroffene, da machen wir so eine Rolle drunter, die häufig betroffene Patellasehne hier im Ultraschall genauer ansehen, weil man bestimmte Dinge, die sich an der Sehne verändern können, tatsächlich nur im Ultraschall sieht, nicht im Kernspind. So zum Beispiel neue Gefäße, die in eine geschädigte Sehne einsprießen. Das machen wir jetzt einmal. Im Ultraschall können wir hervorragend die Sehnen darstellen. Und die Sehne hier unter der Kniescheibe ist sehr, sehr häufig überlastet bei Laufsportlern. Das Erste, was wir tun, ist ausmessen, ob diese Sehne verdickt ist. Eine Sehne, die geschädigt ist, verdickt sich. Das ist hier aber nicht der Fall. Und wir sehen als Nächstes, ob der Ansatzpunkt, das ist der Hotspot bei Läufern, wo gerne Überlastungen stattfinden, ob der verdickt und verdunkelt ist. Das ist auch nicht der Fall. Letzter Punkt ist, wir gucken im Power-Doppler, damit kann man Gefäße darstellen, die in eine veränderte Sehne einwachsen, gucken, ob dort Veränderungen zu erkennen sind und auch die sehen wir nicht. Wir haben also einen unauffälligen Ultraschallbefund und wenn wir jetzt diese Situation zusammenfassen, dann haben wir einen Hinweis darauf, dass es sich um eine funktionelle Beschwerdeursache handeln muss. Denn in der körperlichen Untersuchung konnte ich nicht sehen und nichts ertasten, keinen Schmerz auslösen. Ich kann im Ultraschall nicht sehen und im Kernspin war auch nichts zu sehen. Für Patienten immer eine überraschende Situation, weil die denken, da muss doch was sein. Für mich als Laufarzt eine sehr häufige Situation, weil Laufprobleme oftmals rein durch die Laufbewegung selbst entstehen. Und deshalb gehen wir jetzt mit Julia ins Lauflabor. Wenn du bereit bist, Julia, kannst du einfach losgehen. Wir führen eine Fußdruckmessung durch. Bei der Fußdruckmessung ermitteln wir die Druckverteilung unter der Fußsohle. So können wir Fußfehlstellungen und Fehlbelastungen exakt vermessen. Für die Bewegungsanalyse werden Markierungen im Bereich von Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk angebracht, um die Laufbewegung später genau zu untersuchen. Wir werden jetzt eine Bewegungsanalyse durchführen. Dabei werden wir seitliche Aufnahmen anfertigen, um die Lauftechnik beurteilen zu können. Denn die Lauftechnik spielt beim vorderen Knieschmerz meist eine entscheidende Rolle. Außerdem werden wir Aufnahmen von der Rückseite des Sportlers anfertigen, um die Stabilität von Becken, Beinachse und Fußgelenken beurteilen zu können. Julia, wir haben jetzt deine ganzen Untersuchungsergebnisse zusammen. Und als Erstes schauen wir allerdings noch mal deinen alten Schuh an. Das ist ein neutraler Schuh mit 10 mm Erhöhung unter der Ferse. Das Abriebmuster ist normal und ich sehe auch keine Schiefstellung dieses Schuhs durch die vielen Laufkilometer, die damit gelaufen wurden. Das heißt, eine gravierende Fehlversorgung vom Schuh fällt hier schon mal aus. Dennoch können wir was optimieren. Der Schuh bei einem vorderen Knieschmerz sollte immer möglichst flach sein. Das heißt, von diesen 10 mm Fersensprengung würde ich auf 4 mm Fersensprengung gehen. Und wir können, das ist bei dem Hohlfuß, den wir bei dir in der Bewegungsanalyse und in der Fußdruckmessung gesehen haben, wichtig, einen besseren Kraftschluss zwischen Fuß und Schuh herstellen, indem man mit so einer Sporteinlage hier, die diese Passung verbessert, oder mit einer individuell angefertigten Einlage, wo wir bei einer sensomotorischen Einlage auch mit entspannenden Muskelelementen die Gelenkfunktion optimieren können. Bei dir würde ich eine individuelle Einlagenanpassung vorziehen, die würde ich dir aufschreiben. So viel können wir an der Stelle tun. Genauso wichtig ist allerdings das Thema Lauftechnik. Und das Thema Lauftechnik bedeutet, dass wir nach dem Fußaufsatz in dieser Stützphase so wenig Kniebeugung wie möglich haben wollen. Wer da tief runter hockt, hat eine große Belastung vorne im Kniescheibenknorpelgleitlager. Und das erreichen wir, indem die hintere Beinmuskulatur und die Gesäßmuskulatur intensiv trainiert wird. Das werden wir gleich in der Trainingstherapie machen. Genauso wie die Optimierung der Beinachsenstabilität durch das Training der äußeren Hüftmuskulatur. Dafür bekommst du ein Übungsprogramm.
Aber natürlich kann man regenerativ im Bereich Patellasehne, im Bereich Kniescheibe und umgebendes Gewebe mit verschiedenen Maßnahmen wie Stoßwellentherapie, mit Injektionen, mit Lasertherapie arbeiten, um dort diesen Schmerz in den Griff zu bekommen. Bei dir ist es nun eine besondere Situation, weil diese Sehne eigentlich in einem recht guten Zustand ist, aber wir werden trotzdem sehen, was wir da für dich tun können. Mit der Stoßwellentherapie erreichen wir eine maximale Energieübertragung in die Tiefe des Gewebes und können damit eine Regeneration der Sehne beschleunigen. Die Low-Level-Lasertherapie ist tiefengängig und erzeugt eine höhere Energiebereitstellung in den Zellen des Gewebes und beschleunigt damit die Heilung. Die Flossing-Therapie ist eine Kompressions- und Dekompressionstherapie. Wir erreichen dadurch eine bessere Ernährung des Gewebes und damit eine beschleunigte Regeneration der geschädigten Strukturen. Außerdem wird durch das Flossing eine Mobilisierung der verklebten Faszien erzeugt, weil das Gelenk im komprimierten Zustand durchbewegt wird und damit Sehnenbänder und Faszien mobilisiert werden. Bei Veränderungen der Patellasehne können Injektionstherapien sehr sinnvoll sein. Von Cortison sollte man allerdings Abstand nehmen, da dies mit einer Rissgefahr einhergeht. Bei Eigenbluttherapien, die sehr wirksam sind, besteht dieses Risiko nicht. Was ist das Wichtigste bei der Therapie? Wenn wir Veränderungen an der Sehne haben, dann brauchen wir Stoßwelle, dann brauchen wir Laser, dann brauchen wir unter Umständen auch Injektionstherapien. Wenn wir das aber nicht haben oder auch im ersten Falle, dann brauchen wir die Trainingstherapie. Die Beinachsenstabilisierung, das Training der hinteren Gesäßmuskulatur, das ist dann entscheidend. Ja, und die Frage, wird das Ganze wieder gut? Die möchte ich eigentlich mit Ja beantworten. Wenn ein Sportler gut mitarbeitet, wenn wir eine intensive Therapie durchführen, dann können wir in Wochen, spätestens in Monaten, eine deutliche Besserung der Beschwerden erreichen. Wenn man so in die Bücher guckt, liest man, dass einige Patienten mit diesem Problem lange Zeit unzufrieden bleiben, sprich nicht schmerzfrei sind. Das hat aber auch immer was damit zu tun, wie intensiv gearbeitet wird und wie gut der Sportler mitarbeitet. Also den vorderen Knieschmerz können wir gut behandeln, wenn Arzt und Sportler gut und intensiv zusammenarbeiten. Die Flossing-Therapie ist eine Kompressions- und Dekompressionstherapie, die für eine bessere Ernährung des behandelten Gewebes sorgt. Außerdem erreichen wir durch die straffe Wicklung und die Bewegung des Gelenkes eine Mobilisierung der Faszien und eine Auflösung von Verklebungen in diesem Bereich. Das exzentrische Training für die vordere Oberschenkelmuskulatur ist insbesondere bei Schmerzen im Bereich der Patellasehne sehr hilfreich. Bei einem Reizzustand des Kniescheiben-Knorpel-Gleitlagers sollte diese Übung allerdings nicht durchgeführt werden. Entscheidend ist bei der Durchführung der Übung eine langsame exzentrische Arbeitsweise mit 6x15 Wiederholungen pro Bein. Beim Einbeinstand auf einer instabilen Unterlage wie auf diesem Stabilisationspad hier wird die Koordination der beinachsenstabilisierenden Muskulatur trainiert. Es werden also sowohl die Fußmuskeln als auch die Becken- und Hüftgelenksmuskeln aktiviert, die die Beinachse während der Laufbelastung gerade halten. Diese Übung wird 3x für 1 Minute mit einer kurzen Pause durchgeführt. Mit dem Rubberband kann man hervorragend die Beckenstabilität trainieren. Dies wird über die Hüftgelenksabspreizer gewährleistet. Man macht mit dem Rubberband üblicherweise 3 Sätze à 12 bis 15 Wiederholungen. Das Bridging mit Abduktion durchgeführt mit einem Rubberband zur Steigerung des Schwierigkeitsgrades ist die zentrale Übung zur Therapie des vorderen Knieschmerzes, sowohl bei einer in Mitleidenschaft gezogenen Patellasehne als auch bei Schmerzen im Kniescheiben-Knorpelgleitlager. Typischerweise führt man 10 bis 20 Wiederholungen in 3 Sätzen von dieser Übung durch. Die Dehnung des Hüftlendenmuskels, die idealerweise pro Seite für mindestens 20 Sekunden gehalten wird, verhindert eine sitzende Laufhaltung und entlastet dadurch die vordere Oberschenkelmuskulatur und damit auch das Kniegelenk. Achten Sie bei der Übungsausführung darauf,
dass das Kniegelenk nicht über die Zehenspitzen hinaus nach vorne schiebt. Durch die Dehnung der Oberschenkelvorderseite erreichen wir eine Entlastung des Kniescheibenknorpelgleitlagers und der Patellasehne. Bei der Übungsdurchführung ist es entscheidend, dass der Sportler kein Hohlkreuz bildet, sondern eine kontinuierliche Spannung in der Bauchmuskulatur hält, während der Oberschenkel nach hinten gezogen wird. Mit der Faszienrolle wird eine Entspannung der vorderen Oberschenkelmuskulatur erreicht und die Faszien werden von Verklebungen befreit. Die Übung sollte keinesfalls über Gelenkvorsprünge durchgeführt werden. Es wird ausschließlich die Oberschenkelmuskulatur etwa 10-mal vor- und zurückgerollt. Besonders druckschmerzhafte Punkte in der Muskulatur dürfen im Sinne einer Triggerpunkttherapie gezielt durch Vor- und Zurückrollen auf dem Punkt behandelt werden. Das war unser Film zum Thema vorderer Knieschmerz. Ich hoffe, ihr habt viele Informationen mitnehmen können zum Thema Schuhversorgung, Einlagenversorgung, Diagnostik und Therapie. Die entscheidenden drei Punkte, das möchte ich aus meiner Erfahrung als Laufarzt sagen, sind tatsächlich die Lauftechnik, achtet auf eine hohe Schrittfrequenz, auf eine gute Streckung im Kniegelenk, flache Schuhe, achtet, wenn ihr Probleme in diesem Bereich habt, auf eine Fersensprengung im Bereich von 4 bis 6 mm und ein intensives Training der hinteren Oberschenkelmuskulatur und der Gesäßmuskulatur, wie ihr sie in diesem Film gesehen habt. Ja, ich wünsche euch gute Besserung, dass ihr bald wieder laufen könnt. Da sehen wir uns bestimmt. Und wir haben noch 9 weitere Filme zu den wichtigsten Laufverletzungen. Solltest du Probleme haben oder deine Laufkameraden, empfehle uns gerne weiter.